Willkommen zurück hier bei Mario Super Maker 2. Und Aufträge zu vergeben. Wer will noch was, hat noch nicht. Im Tal der Winde. Das hat bestimmt etwas mit der Wüste in der Nacht zu tun. Und ja, das kann doch nur gut. Wieder mal die Meteorologin. Nein, Sandra, ist das die Meteorologin gewesen, oder? Ich frage mich, wird sonst noch etwas anderes von dem Windeffekt beeinflusst? Ich finde die Musik irgendwie cool. Also die werden schon mal nicht davon wegblasen. Das ist auf der einen Seite cool, auf der anderen Seite too. What up? What up? Feuerflume. Flume vor allem. Ui, oh Gott. Okay, das habe ich jetzt selber, mir selber zu verschulden. Oh hey, ich muss ihn sogar besiegen. Ai. Oder zumindest kann ich es. Kann man eigentlich hinstellen, wie der Wind weht? Also über rechts, links beides macht oder über halt einfach nur ein bisschen windet. Ich habe es gerade ernsthaft geschafft, übers Springen zu zielen. So schön. So. Also heute haben wir wirklich noch Zeit für den zweiten. Der Level war nämlich sehr schön und sehr einfach gewesen. Ich glaube, ich habe nicht ein einziges Leben lassen. Ich glaube, ich habe nicht ein einziges Mal Schaden genommen. Was könntest du das Clear Condition innen machen? Die schreckliche Wippenfestung. Oh Gott, das tönt schon schrecklich. Und nachher noch ein Aussprint. Mit vollen 4 Schwierigkeitssternen. Papa von Anonym. Den haben wir schon mal gehabt. Und ich glaube, das war der Level mit den Goombas. Also, wer jetzt nicht weiss, von was ich rede, verständlicherweise. Ich meine, der Level im 3D World Style, wo man verschiedene Räume gehabt hat und überall hat man alle Münzen sammeln. Habe ich es wieder in eure Erinnerung gepflanzt? Ja, sehr schön. Gott. Obwohl, nein, das war der vom anderen, der auch im SMB1 Wüstenstil war, mit der Kralle. Und ich nicht gecheckt habe, wie funktioniert. Okay. Aber der Level wirkt tatsächlich cool bis jetzt. Ding dong, ding dong. Oh nein. Ding dong. Erinnert mich überhaupt nicht an Super Mario 64. Aber hey, das ist cool. Einfach ein riesiges Areal, wo man sich nachher durchkämpft. Ach Moment, das ist ein Vertikaler. Ich habe mich gerade gefragt, Alter, wie weit geht das bitte noch? Yay, es hat funktioniert. Ah, komm jetzt, nicht ducken, nicht bücken. Nicht was auch immer, dass man das nur nennen kann. Und da sind wir durch.
Komm jetzt. So. Pow. Ach so. Oh Gott. Aber ach, zu schade. Wäre das zu schön gewesen. Ach, hey. Physik. Jedes Kind kennt's, aber niemand kann's. So. Bin ich so schwerer oder kann ich einfach nur... Ich bin so 10-mal so schwer. Boah! Hä, was? Ach, so eben. Oh, ich habe das Gefühl, dass es nicht einfach nur eine Kanone ist, sondern ein Katapult ist. Und ich habe das Gefühl, dass ich das da jetzt bereuen könnte. Der macht das jetzt auch. Das ist ja geil. Gut, auf der einen Seite ist es ein bisschen komisch, weil die das da wahrscheinlich kaum gemacht haben werden, aber ja. Hä, was? Ach, Hitze. Nein! Gott! Um Godzillas Willen. Bevor wir da irgendetwas machen, muss ich wieder einen Schuh bekommen. Also, das sind ja nur 3 Monate, da bin ich bestimmt noch, ja. Ich hab plötzlich die Augen aufgehört. Ja. Ich glaube, ich habe verschissen. Säckle, du musst säckle, Grinnache und säckle. Und dann direkt nochmal. Was schickst du mir? Ach, es so. Okay. Das ist zumindest schon mal sehr schön zu haben.
Okay. Hey. Mann, nee. Ich check nicht genau, was ich jetzt da machen muss. Ich glaube nicht, dass ich das so hätte sollen machen. Wenn es dir weh tut, dann bin halt kein Block, wo man drauf springt. Oh, Flaschenzug. Anderer Flaschenzug. Komm jetzt! Lille. Entschuldigung, ich kann es einfach mal müssen machen. Jetzt hat er es geschafft. Ich musste zuerst getroffen werden, um es anzubringen. Oh, ein Triforce. Und ein One-Up. Nein! Ich kann noch nicht wissen, was da unten drin ist. Aber. Heilige Affenkacke. Der Level ist ja mal sowas von geil. Und das wäre ganz schnell ganz dumm rausgekommen. Huh, okay. Das ist ein sehr cooler Level gewesen. Und ich kann sehr gerne wieder mal spielen. Aber nichtsdestotrotz ist das Video jetzt am Ende angekommen. Tschüss und einen schönen.